Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die, How to Survive. So, ich bin ja zurück in der letzten Folge, ihr wisst, war Aldo mit dabei. Wir haben noch ein bisschen Clay zum Abschluss geholt. Ich habe in der Zwischenzeit schnell noch so ein klein weniges Essen gemacht und also laufen lassen. Und jetzt werden wir mal eine Forge bauen. Dafür brauchen wir Clay, wir brauchen Short Iron Pipes und wir brauchen das Animal Hide. Und wir brauchen Steine. Das so nebenbei. Denn wir müssen als erstes mal einen Bellow, einen Blasebalg herstellen. Dafür brauchen wir Holz, brauchen wir auch noch, genau. Holz, Animal Hide und Iron Pipe. 20, ein Animal Hide. Alternativ gibt es noch die Variante, das Ganze mit Leder zu machen. Ja. Das haben wir nur mal so nebenbei. Das schmeißen wir mal weg, brauchen wir nicht mehr. Und während das Ganze craftet, kloppen wir uns mal hier rein. Denn ich möchte die Forge da reinstellen erstmal. So fürs Erste zumindest. Und dann werden wir uns mal daran machen, so langsam unser Häuschen ein bisschen zu verstärken, aufzuwerten. Wir werden noch ein bisschen Holz holen. Die Stimme versagt. Wir werden noch ein klein wenig Holz holen. So, der Bellows ist auch fertig. Bevor wir da gleich weitermachen, craften wir jetzt die Forge. So. Das brauchen wir nicht mehr. Ich habe da auch schon alles bereitgelegt, mal raussortiert, was denn dann zum Einschmelzen ist. Und dann haben wir das in der Zwischenzeit. Während die Forge noch am Craften ist, stelle ich gleich mal. Aha. Von wegen. Hier, Wood Frames. Zack. Mache ich gleich nochmal 20 Wood Frames. Die werden wir dann auch noch brauchen. Warum? Da komme ich dann Stück für Stück noch dazu. So, dann machen wir nämlich mal hier drin auch die Hütte dicht. Erstmal. Und werden mal den Rest hier looten. Da ist auch noch ein Waffensafe. Sehr schön. Ein Gunsafe, den wir dann noch brauchen werden. So, die Forge ist fertig. Stellen wir mal ein Woodframe hier hin. Da stellen wir dann gleich die Forge drauf. So. Und als erstes, ganz wichtig, Clay haben wir schon hier. Und Eisen. Das sind die ersten beiden Dinge, die wir hier einschmelzen werden. Das heißt, ein bisschen Holz. Eisen da rein. Clay da rein. So, das lassen wir jetzt erstmal einschmelzen. In der Zwischenzeit gehen wir raus und werden draußen ein bisschen Holz noch farmen. Da haben wir hier direkt vor der Haustür massig davon. Wächst im Übrigen nicht einfach so nach, die Bäume. Das ist noch nebenbei. Da haben wir nichts bekommen. Aber bei dem hier müssten wir was bekommen. Und zwar gibt es dann auch immer wieder Seeds. Das heißt, wenn ihr einen Baum fällt, bekommt ihr zwei Seeds. Und könnt wieder neue Bäume pflanzen. Also für einen Baum könnt ihr zwei neue setzen. Das müsst ihr auch irgendwann machen, weil irgendwann ist in der näheren Umgebung alles abgeholzt. Und Holz ist Gott sei Dank ein nachwachsender Rohstoff. So, hier haben wir nur einen bekommen, weil es nur eine 600er Wertigkeit hat. Wenn wir einen größeren haben mit 1200, ich weiß nicht, ob es bei 900 schon ist. Also das für einen, der ist wahrscheinlich auch 600. Ne, der hat 900 sogar. Können wir jetzt gerne mal gucken, ob es bei einer 900er Wertigkeit möglicherweise auch schon zwei gibt. Da habe ich nie so drauf aufgepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir haben einfach Holz geholt, Holz geholt. Und irgendwann hatten wir ein paar hundert Seeds und haben dann wieder Bäume angesät. Die brauchen dann natürlich eine gewisse Zeit, bis sie gewachsen sind. Ich dachte einen Moment erst, dass irgendwo ein Zombie wäre. Dem war aber Gott sei Dank nicht so. So, die Axt ist auch gleich im Eimer. Das war so klar. Es war so klar,
dass der letzte Schlag nicht mehr drin war. So, jetzt haben wir zwei bekommen. Also ab 900er Wertigkeit gibt es zwei. Ich weiß jetzt nicht, ob das random ist. Vielleicht sage ich auch was Falsches in dem Moment. Aber Fakt ist, ihr Schlagbäume, ihr bekommt dafür auch wieder Seeds. So, noch ein paar Steinchen. Aber vor allem auch Metall bekommen. Jetzt hier an der Stelle ist es so, dass ich eben nicht nach unten grabe. Das wird jetzt einfach auch den Rahmen sprengen. Also so, ich habe es ja mal in der letzten Folge gesagt, dass Aldo dabei war. Wenn ihr euch 37 Blöcke nach unten grabt, besser immer ein paar mehr. Also ich mache immer lieber ein paar mehr. Dann könnt ihr die Forge auf runterstellen, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass die Heatmap erhitzt wird. Und seid da relativ safe. Also könnt die durchbrennen lassen, auch mehrere. Da packe ich eigentlich dann immer alles runter, was irgendwie in die Richtung geht, Heatmap. Also Feuer, was Essen betrifft und so weiter und so fort. Packe ich meistens alles darunter. Je nachdem, was wir dann für ein Bauprojekt auch vorhaben. Das ist natürlich auch immer so eine Voraussetzung. Wer gerne baut, vielleicht mache ich da mal so ein kleines Tutorial dazu, das weiß ich noch nicht. Also wenn es gewünscht ist von eurer Seite, dann einfach mal in die Kommentare damit. Und zwar Tutorial zu einer kleinen Admin-Mod, ein Admin-Tool, wo man gerade, wenn man in die Erde reinbaut, da ein bisschen schneller vorwärts kommt, weil der Abbau unter der Erde, gerade mit schlechterem Werkzeug, dauert eben auch eine Weile. Wenn dann die Nacht da ist, dann werden wir uns mal zum einen um ein paar Sachen kümmern in Richtung Skillpunkte auch. Die werden wir uns dann mal anschauen. Auf jeden Fall. Und werden erstmal uns diesen Zombie hier stammen, weil ich habe keine Lust, dass der in der Nacht auf einmal am Haus irgendwie ist. Level up. Haben wir Level 8 und wir haben 36 Skillpunkte. Also da können wir ordentlich verteilen dann. So, da ist noch ein Zappelphilipp. So, also ihr könnt da wirklich alles hochskillen dann auch. Also auch was Bogen betrifft. Werdet ihr dann Stück für Stück einfach auch besser, beziehungsweise der Bogen an sich effektiver. Das ist aber wirklich ein Punkt, der würde den Rahmen, sagen wir, irgendwo dann sprengen. Für dieses How to Survive. Es soll ja so sein, wie ich es gesagt habe, bis Tag 7. Das heißt, die erste Horde, die schauen wir uns auf jeden Fall an. Und das ist ja auch das Ziel, eben die erste Horde zu überleben, wie man dann weiter verfährt. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Das kann wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Und es bleibt euch einfach auch überlassen. Jeder hat da andere Ideen. Aldo hat es eigentlich so schön gesagt, gerade wenn man Anfänger ist in dem Spiel, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man hergeht und sagt, gut, ich nehme mir ein Haus, ich baue mir das um, sichere mir das. Oder aber ihr geht her und sagt, nee, ich möchte ein bisschen ausprobieren mit dem Bauen, was habe ich für Möglichkeiten. Geht in den Kreativmodus. Das zeige ich euch vielleicht auch mal in der Nacht ganz kurz, wie schaut der Kreativmodus aus. Den könnt ihr auch im normalen Spiel, so wie hier jetzt, auch aktivieren. Das ist euer PC, ihr spielt Singleplayer, beziehungsweise selbst wenn ihr Multiplayer hostet, ihr seid der Admin und ihr könnt euch da ganz einfach einloggen. Relativ simpel. Das zeige ich euch dann gleich mal. Sobald die Nacht da ist. So. Die Axt ist im Eimer. Wir haben 3.500 Holz, das ist ganz gut. Dann nehmen wir den noch mit hier. Den machen wir noch platt, den Baum. Und dann gehen wir nochmal in Richtung Haus. Fangen da dann mal an,
so langsam aber sicher ein bisschen zu verstärken. Also wie ich schon gesagt habe, bis zur Horde ist ja noch ein bisschen Zeit. Normalerweise würde ich jetzt hier ja, wahrscheinlich hätte ich mir die Stadt noch gar nicht angeschaut, also im Normalfall. Das war jetzt einfach mal, damit ihr es mal seht. Gerade wie gesagt, vor allem diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, sich 7 Days zuzulegen oder eben noch nicht so viel 7 Days Erfahrung haben, dass ihr das dann auch einfach mal gesehen habt. So, und das ist jetzt die zweite Holzstufe. Das heißt, wir können das auch von innen dann aufwerten, bis auf die Ecken. Deswegen gehe ich da schon mal her und ziehe das mal ein bisschen hoch. Und dann können wir den Rest auch in der Nacht machen. Dann haben wir da nämlich ein bisschen was zu tun. So, das reicht eigentlich auch von der Höhe. Also wir müssen da nicht bis ganz nach oben. Das ist Quatsch. Guck mal, da ist ein Nest. Also wir können hier auch noch nicht allzu viele Spikes herstellen, muss man dazu sagen. Ja? Von den besseren, sage ich mal. Deswegen ist auch die Überlegung, also nee, wir werden mal hier gar nicht so großartig sichern, sondern ich werde was anderes machen. Wir werden uns dann noch ein schönes Bäumchen suchen. Beziehungsweise zwei, die schön nebeneinander stehen. Und diese Bäumchen werden wir für die Nacht, für die Hordennacht dann herrichten. Dann haben wir auch mal den Punkt, den Aldur auch in der letzten Folge angesprochen hat, als er hier mit dabei war. Eben auf einem Baum die Nacht zu überstehen, beziehungsweise auch die Horde. Das ist einfach. Das bereiten wir dann mal alles vor noch. Jetzt forge ich schon ganz gut was rein. Das heißt, erstmal einen Amboss. Mit dem Amboss können wir uns gleich einen Cooking Grill rauslassen, wenn der durch ist. Ja, da können wir nochmal fürs Feuer dann, ist ganz nett. Vor allem im Hinblick auf was Essen betrifft. Natürlich. Dafür ist der gedacht. Da haben wir noch mehr Eisen. Also Eisen ist ganz, ganz wichtig. Da brauchen wir noch so einiges. Deswegen ist auch all das ganze Zeugs hier. Vor allem das ist erstmal Eisen. Lead und Brass ist wichtig für Munition. Also jetzt erstmal vollkommen uninteressant. Cooking Pot können wir auch einschmelzen. Okay. Der war jetzt ganz wichtig, dass wir uns den noch schnell holen, wollte ich gerade sagen. Da kommt noch eine. Vor der Nacht. Jetzt sind wir wieder undetected. Alles gut. So. Jetzt machen wir den ganzen Spaß hier noch weg. Das habe ich ja in einer der ersten Folgen, in der ersten oder zweiten Folge schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass das Zeugs hier weg ist, dass man da nicht ständig drüber tritt, weil es macht einfach Geräusche. Ja. So, wir werden dann nochmal die Kerzen oben holen. Und werden dann hier unten etwas Licht machen. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. So, wo sind die? Hier. Das ist, denke ich, gar nicht... Man sollte natürlich erst aus der Kiste raus, bevor man das hier macht. So, einmal hier. Und einmal hier. So, wir werden wahrscheinlich auch durch diese ganze Forge-Geschichte hier die Heatmap so nach oben treiben. So, Cooking Grill und dann lassen wir schon mal Forged Iron raus. So ein bisschen was zumindest. So dass wir da schon mal die ersten haben. So, Cooking Grill, das heißt besseres Essen wieder. Ein Ei reicht nicht. Das heißt, wir machen daraus Grilled Meat.
Dann haben wir gut was zu essen. Das werden wir jetzt auch gleich nutzen werden. Erstmal essen ist ganz wichtig. Und dann trinken. Wir müssen am nächsten Tag auch Wasser auffüllen. So, und bevor wir jetzt was arbeiten, sobald ich gegessen und getrunken habe, kümmern wir uns dann gleich erst einmal um die Skillpunkte. So, Skillpunkte. Habt ihr hier. Also dieses Menü immer öffnet ihr mit Tab. Das ist euer Inventar. Da findet ihr aber auch den Charakter. Habt eine komplette Übersicht, was habe ich denn überhaupt an Klamotte. Wie oft bin ich gestorben, wie viele Spiele habe ich getötet. Zombie-Kills haben wir jetzt 42 hier. Essen, Trinken, Wellness und so weiter und so fort. Welchen Level? Längste Lebenszeit ist jetzt 1 Stunde 56 Minuten. Wie viele Items haben wir gecraftet? Wie viele Kilometer sind wir gelaufen? Und. Roter Tee kühlt im Übrigen. Haben wir hier, der Effekt hält noch 5 Minuten an und ein paar Sekunden. Und so weiter und so fort. Die Map kennen wir. Hier haben wir die Skills. So. 36 Skillpunkte. Ich habe vorhin, in der letzten Folge, was gesagt darüber, wegen Loot. Gewisse Dinge, wie eine Bank, sage ich jetzt mal, mit Tresoren etc. Die würde ich erst aufmachen, wenn ich folgenden Skill erhöht habe. Und zwar ist dieses Quality Chone hier. Muss jetzt nicht auf 3 von 3 sein, aber es soll einer bzw. vielleicht auch zwei schon drin sein. Der ist allerdings abhängig vom Skill Scavenging. Das ist der hier. Je höher der ist, desto höher auch die Chance, besseres Loot zu finden. Ihr lootet aber auch schneller dadurch. Also das skillt ihr einfach durch Looten. Deswegen Autos aufmachen, Häuser ganz normal, Schränke looten und so weiter. Müll, was am Straßenrand liegt irgendwo, was ihr irgendwo findet, lootet das Zeug. Dass ihr da einfach vom Level her nach oben kommt. Das ist ganz wichtig. So, dann der nächste, was ich immer gerne reinklatsche, ist Miner 69er. Damit baut ihr besser oder beziehungsweise schneller ab und bekommt auch mehr dadurch. Weiterhin verbraucht ihr weniger Stamina beim Abbauen. Das heißt, den nutze ich auch ganz gerne. Der ist abhängig von Mining Tools. Wenn ihr Items nutzt aus dieser Gruppierung, das heißt zum Beispiel eine Pickaxe, dann skillt ihr damit. Dann geht es nach oben. Das werden wir dann eben sehen, sobald das Forged Iron dann fertig ist. Dann werde ich mir eine Pickaxe bauen. Und werde damit dann Steine abbauen. Dafür ist die gedacht. So. Das so viel erstmal dazu. Jetzt gehen wir kurz nochmal rein in den Skillpunkte. Was ich euch empfehle, wenn ihr am Anfang noch nicht so klarkommt, auch mit Essen, Trinken und so weiter, dann nutzt die beiden Skills hier, den Survivor und Camel. Das heißt, ihr seid verbraucht nicht so viel Flüssigkeit, also Wasser, und ihr seid auch nicht so schnell hungrig. Ja, ihr müsst nicht so oft essen, nicht so oft trinken. Das ist eigentlich die ganze Geschichte dabei. Deswegen empfehle ich euch, die dann zu nutzen, beispielsweise. Für was die alle die einzelnen sind, das müsst ihr oder das findet ihr Stück für Stück heraus. Also das ist jetzt nicht so, dass man, es gibt da auch nicht so unbedingt den, auch hier nicht den Plan A, dass das das Beste ist, wenn man erst das skillt und dann das skillt, das funktioniert nicht. Wenn ihr mit mehreren Leuten spielt, dann spezialisiert euch. Also wir machen es grundsätzlich so, dass einer sich nur um Waffen kümmert. Nur um Waffen, dann gibt es einen, der kümmert sich nur um Werkzeuge. Nichts anderes. Dann haben wir einen, der skillt Dinge wie Secret Stash zum Beispiel. Der ist für den Händler. Dann habe ich hier noch offen, rechts oben seht ihr das Locate Trader. Es gibt einen Trader, der auf der Map angezeigt ist. Es gibt insgesamt mehrere. Das ist ein Händler, dort könnt ihr Sachen verkaufen und ihr könnt kaufen. Da ist einmal dafür verantwortlich der Secret Stash. Und noch dazu, wo ist er? Hier. Barter.
Das sind die einzelnen Dinge. Wenn ihr verkauft, skillt ihr das nach oben. Da ist ganz wichtig, was ich euch empfehle, dieses Old Cash hier. Nehmt das mit. Ihr habt zwei Möglichkeiten damit. Ihr könnt es scrappen. Dann bekommt ihr Papier raus. Papier braucht ihr zum Beispiel für die Munitionsherstellung bei der Shotgun. Teilweise. Für die einfachere Shotgun-Munition, sagen wir es mal so. Oder aber ihr verkauft es. Verkauft aber jeden Schein einzeln. Denn es zählt dann als einzelnes Item und bringt euch mehr Skillpunkte. Das ist eigentlich so das Wichtige. Da haben wir noch eine Treasure Map. Das ist eine Schatzkarte. Die können wir eigentlich mal lesen. Akzeptieren. Wo ist denn der Schatz? Richtung Osten. Wo ist denn der weg? Oh weh. Ah, wobei, es geht eigentlich sogar. 1,6 Kilometer. Kommt. Das machen wir morgen. Wenn die Nacht vorbei ist, beim nächsten Mal gehen wir auf Schatzsuche. Da stellen wir gleich nochmal Forged Iron an. Nochmal 40 Stück, passt. So, also, jetzt machen wir nochmal eine Iron Pickaxe. Und jetzt, ne, wir machen es erstmal anders. Erstmal scrappen wir die Schaufel hier. Und dann bauen wir noch eine Steinschaufel. Und hinterher eine Iron Pickaxe. Jetzt haben wir eine 105er Wertigkeit. Ihr seht, es dauert jetzt 3 Minuten, bis die Iron Pickaxe fertig ist. Warum ich das jetzt so gemacht habe, ist ganz einfach. Dass wir den aktuellen Ist-Stand sehen und dann um wie viel das Ganze nach oben geht. In der Zwischenzeit, wo das Ganze hier am Craften ist, gehen wir mal her und werden mal ein bisschen aufwerten. Ja, dass wir zumindest mal die untere Reihe dann schon mal haben. Überall kommen wir nicht, hier mal ein bisschen was davor steht. Also ich mag es dann immer ganz gerne so, wenn ich ein Haus besetze, nennen wir es mal so, dass ich dann hergehe und nehme das Ganze so auseinander, dass ich innen nichts mehr vom Ursprung habe. Also ich setze den ganzen Ursprungszustand eigentlich zurück. Sprich, es bedeutet, die ganzen Dinge hier, was hier so rumsteht, kloppe ich alles weg. Stühle können wir gleich mal einsammeln. Da ist nichts mehr da. Wichtig ist aber, was Herd betrifft, Kühlschränke, Fernseher, zerkloppt die nicht, sondern nutzt dafür eine Wrench, einen Schraubenschlüssel und zerlegt die damit. Denn sonst bekommt ihr nur Metall, wenn ihr es zerkloppt. Und so bekommt ihr eben auch noch mechanische Teile, elektrische Teile, Federn und auch eben Metall. Deswegen macht das so. Das war so nicht geplant. Ach Gott, nee, jetzt habe ich Forged Iron verschossen, deswegen. Naja, gut. Ich dachte, ich könnte da vielleicht dann doch noch das Ganze hier, ne? Aber nix war's. So, die Pflanze steht im Weg. So, das, wo ich jetzt nicht hinkomme, das mache ich dann von außen. Also ich werde hier nur ein bisschen Holz verballern, nicht allzu viel. Ich werde eine kleine Absicherung vielleicht vornehmen dann. Aber in erster Linie werden wir ja dann die Horde woanders empfangen. Oh verdammt. Okay Freunde, das haben wir. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Denn jetzt haben wir hier draußen genau das, was ich nicht wollte. Wir haben hier draußen eine Streitussi. Und noch hat sie nicht geschrien. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier einen Ausgang bekomme, und zwar schnell. Also ich sag mal so, die hat jetzt noch keine Horde gespawnt. Das heißt, wir können es jetzt mal angucken, schnell.
Gehen wir mal noch in den Debug-Modus rein. Ich wollte euch den Creative-Modus noch zeigen. F8. Nochmal F8. Wir sind jetzt wieder bei 9,3%. Das heißt, die ist schon drüber gewesen. Jetzt ist die Tussi da. Und wir sind jetzt schon wieder bei 9,3%. Also, das ist das, was ich gemeint habe. Wir sollten das hier nicht überstrapazieren. Oh, das war jetzt clever. Äußerst clever, meinen Bogen wegzuwerfen. So, die kommt aktuell nicht rein. Also, ich empfehle euch, wenn ihr merkt, die kommt nicht rein, bleibt drinnen. Ich habe mir jetzt hier quasi einen kleinen Notausgang gebaut. Den würde ich so oder so für eine Horde brauchen, abgesehen davon. So, die Pickaxe im Übrigen hat jetzt nur 106. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Dann mache ich gerne nämlich mal Folgendes. Ne, Weaponsmithing machen wir nichts rein. Das ist Quatsch. Wir können ja noch ein bisschen was ins Toolsmithing reinmachen, aber ich mache erstmal noch ein klein wenig was in Archery. Das bringt uns ein bisschen mehr mit Umgang mit Bogen. Und dann schmeißen wir ein klein wenig was. Ah, okay, der nächste wäre jetzt schon 114 gewesen. Sowas. Also der hat schon was gebracht. Wir drücken den jetzt mal so hoch. Sind wir bei 136, das ist okay. Und den Treasure Hunter setzen wir hoch. Ja, der Treasure Hunter ist der Schatzjäger im Endeffekt, der. Oh, dieses Schwein. Der setzt uns das Ganze nach oben bei der Schatzsuche. Bringt uns da natürlich enorme Vorteile. Und also dass sich einfach das Gebiet verkleinert. Das Gebiet, das wir haben für wo sich der Schatz eben befindet. So, Iron Arrowheads. Craften wir mal, das Eisen ist durch. Also ich mache das jetzt mal ganz relaxed. Ich lasse die Alte da unten jetzt einfach mal schreien. Die hat nichts anderes gespawnt. Insofern ist mir das relativ egal erstmal. Wir werden jetzt erstmal das, was hier an Eisen ist, erstmal alles noch einschmelzen. Dass wir das dann durch haben. Da ist das nämlich weg. Also ihr habt gesehen, die Dosen bringen jeweils 5 Eisen, so ein Topf bringt 25. Also es ist immer besser prinzipiell, die Sachen nicht zu scrappen. Ich zeige euch das gleich nochmal anhand von Brass, was draußen noch in der Kiste ist. So, die Tusnella geht mir aber langsam echt auf den Senkel. Braucht natürlich etwas länger, bis es weggeschmolzen ist. So. Und jetzt noch das. Das bringt jeweils, das seht ihr jetzt dann gleich, wenn es anfängt einzuschmelzen. Wenn es dann anfängt einzuschmelzen. Ist auch gut möglich, dass die Forge jetzt gerade ein bisschen rumbackt. So sieht das auch aus. Ja gut, es gibt sich dann. So, kommen wir mal da rein. Hier, dieses Brass. Ich mache das jetzt einfach mal. Wenn ihr das scrappt, schaut es dann so aus. Das heißt, alles was Brass ist, könnt ihr scrappen. Und könnt es dann dementsprechend stacken. Das gleiche ist Lead. Das heißt, also Blei. Ist einmal hier, im gescrappten Zustand. Und auch die könnte ich scrappen. Dann würde das genauso ausschauen wie hier. In der Summe habe ich mehr. Aber in der Forge ist es weniger. Das heißt, ich habe hier dann, wenn ich das scrappe, 25 Brass. Wenn ich das aber so reinschmeiße, sind es glaube ich 50, also doppelt so viel. Das probieren wir dann auch gleich mal aus. Gucken wir uns an, dass ich was Falsches sage. Aber es ist auf jeden Fall mehr. So, jetzt haben wir hier 103, das heißt 1 zu 1 war dieses Iron. So, und das waren sofort 60 Brass sogar. Also 60 Brass, die da eingeschmolzen wurden. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Ob ich jetzt 25 habe oder 60. Hier nehmen wir mal die Trophy, beispielsweise. Gucken, was bei der dann gleich rauskommt. Das dauert jetzt wieder länger, komischerweise.
Merken wir uns mal 60. Heieiei. Also normales wäre ich jetzt schon längst draußen, aber ich habe gesagt, ich spiele so, wie ihr es vielleicht als Anfänger spielen solltet. Zu Beginn zumindest. Aber da wiederhole ich mich gerne, es ist natürlich kein Muss. Insofern. Ja, es ist gut, dass die Breast-Trophy hier auch am Einschmelzen ist. Dann wechseln wir einfach mal. Manchmal ist die Forge ein bisschen verpackt. Zack, weg ist sie. Die hat jetzt beispielsweise nur 20 gebracht, interessanterweise. So, LED, wenn ich jetzt einschmelze. Gucken wir jetzt gleich dann. Beziehungsweise, ne, ich schmeiße dann wieder um, wenn das wieder nicht funktioniert. Und du machst wieder so rum. Gucken wir uns dann gleich an, was die 7 Stück bringt. Die jetzt erstmal hier reinschaffen. So, sind 2 weg. Also die bringen jeweils 5 und die hier eben nur 1. Also macht schon Sinn, unterm Strich die eben nicht zu scrappen, bringt ein bisschen mehr raus. Was haben wir jetzt dann am Ende 35? Sonst wären es dann dementsprechend, wenn ich das jetzt 35, ja, dann wären es wären es weniger, ich weiß gar nicht. Hätten wir jetzt scrappen müssen, aber gut, egal. So, 3.45 Uhr. Meine Damen und Herren. Wir gucken uns das Ganze jetzt gleich mal unten an. Es ist 3.50 Uhr in-game. Bedeutet für mich, ich werde jetzt gleich herausgehen. Werde mir die Dame schnappen. Es wird ein kleines Hörtchen wahrscheinlich kommen, weil die Dame am Schrein sein wird. Aber was soll's? Die läuft genau da draußen rum. Okay, raus da. Oh Gott, ich häng fest. Ich häng nicht mehr fest, aber ich bin gestunt. So, jetzt kommt ein kleines Hörtchen an. So, jetzt ist er endlich tot. Also ihr müsst immer gucken, dass ihr wirklich die Tussi als erstes dran bekommt. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann habt ihr unter Umständen ein Problem. Und ihr seht jetzt auch hier, warum ich tunlichst drin geblieben bin. Weil solange die mich nicht wirklich entdeckt hat, schreit die Dame auch nicht. Jetzt gehen wir mal kurz da raus, weil ich habe einen kleinen Screenshot nur schnell gemacht, das ist alles. Oh Gott! So, das habe ich auch mal gemeint vor 2 Folgen oder so. Augen und Ohren überall. So, das ist eben auch. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir hätten das noch in der Nacht gemacht. Dann würden wir jetzt alle rennen und würden aufs Haus einkloppen wie sonst irgendwas. Das gibt's doch gar nicht. Erstmal weg, dass der mich da nicht sauer machen kann. So. Jetzt haben wir das geklärt. Ich werde hier eine kleine Runde looten. Oh, da sehr schön. Munitione. Es fehlt uns nur noch eine Pistole, dass vielleicht irgendjemand dabei hätte. Ne? Das wäre dann wunderbar. Aber das ist wohl nicht der Fall. In diesem Sinne, ich suche mir jetzt die ganzen Zombies noch zusammen, loote eine kleine Runde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden dann auch Schatzsuche gehen. Wobei, halt. Stopp. Einen kleinen Moment nochmal. Ich wollte euch ja noch was zeigen. Ich wollte euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Denn wir hatten ja vom Kreativmodus gesprochen. Kreativmodus.
Schaut folgendermaßen aus: Ihr öffnet die Konsole mit F1, tippt CM ein, mit Enter bestätigen, seid ihr im Kreativmenü. Dann, wenn ihr einfach nur euer Inventar aufruft, dann kam hier oben dieses Glühbirnchen hier mit dazu. Klickt ihr da drauf, da habt ihr alles drin, was im Spiel ist. Prinzipiell. So, da gibt es nochmal ein paar kleine nette Unterschiede. Devblocks zum Beispiel, dann kommt nochmal ein bisschen was dazu. Ja. Also Bedrock zum Beispiel etc. Da könnt ihr euch richtig ja, austoben im Endeffekt. Aber mit diesem Schlusswort sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.